Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Neumini-Brunn unserer Alpenmap und ja, wenn ich mich so umschaue, denke ich, geht es unseren Kühen ganz, ganz gut. Aber wir werden trotzdem nochmal einen Blick reinwerfen, wie es unseren Tierchen geht. Denn wir sind jetzt im Mai wieder mal einen Monat weiter und wollen natürlich heute noch ein bisschen Feldarbeit machen. Aber zuvor schauen wir erstmal rein, wie es den Tierchen geht. So, also wir haben die Kühe. Und da passt es noch mit der Gesamtkapazität. Okay, da könnten wir vielleicht am Ende der Folge noch ein bisschen was reinwerfen. Milch, 25.000 Liter. Müssten wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht Milch verkaufen. Aber Stroh ist jede Menge noch da. Das passt soweit. Und vom Alter 23, okay, 1443. Ich glaube, 1500 ist da der höchste Wert. Dann müssen wir die mal langsam ans Verkaufen denken. So, bei den Hühnern, das passt auch noch soweit. Das ist auch im grünen Bereich. Die Schweinchen haben wir jetzt 200 Stück drin. Und die sind bei, da sind gerade erst welche nachgekommen, 05, 9, okay, einen Monat, das passt soweit, Reproduktion, Geschlechtsreif, okay. Also da sind wir, glaube ich, auch im grünen Bereich, was die Nahrung und alles angeht und auch sowieso bei den Schafen, wobei ich da immer noch mich ein bisschen wundere mit dem Stroh, weil da tut sich gar nichts, 11.676. Also ich glaube, das ist immer noch dasselbe Wert. Verbraucht wird da das Stroh, irgendwie gar nicht. Also merkwürdig. Aber es ist alles hier im grünen Bereich. Die Tierchen produzieren, die Tierchen sind zufrieden, die Gesundheit ist bei 100%. Also somit alles bestens. Dann kümmern wir uns jetzt um was anderes. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. So ein bisschen aus der Not heraus. Tada! Einen Fiat Agri habe ich gekauft und zwar mit 160 PS. Der war im Gebrauchtjob, ich weiß. Aber ihr seht es ja an unserer Börse, 36.000. Der hat uns, glaube ich, etwas mehr als 30.000 gekostet. Jetzt haben wir dadurch und, andersrum. Fangen wir von vorne an. Ich wollte spritzen, beziehungsweise wir müssen unsere Felder spritzen. Da ist jede Menge Unkraut drauf. Und dann wollte ich hier den Valtra umbauen. Da konnte ich gar keine Pflegebereifung drauf machen. Und mit dem Fendt und so weiter. Dann habe ich in den Shop geguckt und habe gesehen, okay, der ist da. Da können wir Pflegebereifung drauf machen. 160 PS. Also, wir werden den jetzt so ein bisschen hier als Spritze benutzen, lassen da einfach hinten das Gerät dran und ich fand dann auch das Gewicht hier ganz poppig, das passt schön, ist doch eine gute Kombi und später werden wir den hier, das denke ich mir nämlich, würde auch gut passen, als Hoftraktor hochstellen zu unserem Aussiedlerhof, zu unseren Schafen und Kühen, die wir dann oben am Berg haben werden, weil wir können da auch noch einen Frontlader dran machen. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz guter Traktor für den Hof. Neben den anderen Geräten, mit denen wir dann natürlich die Wiese bearbeiten wollen, aus dem entsprechenden DLC, womit wir dann eben das Gras mähen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auf dem Hof, um dann die Ballen und so weiter zu transportieren, wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Gerät. Okay, wir steigen ein, denn es gibt was zu tun. Und zuvor will ich aber noch einen Auftrag annehmen. So, weil ich habe nämlich gesehen, es gibt witzigerweise auch einen Unkrautbekämpfungsauftrag auf Feld Nummer 19. Den nehmen wir einfach mit. Und dann haben wir nämlich gleich, das Feld müsste eigentlich irgendwo da oben sein, meines Wissens, oder? Nee, das ist gar nicht da oben. Hä? Wo ist denn jetzt Feld Nummer 19? Ach, das ist da. Das habe ich jetzt verwechselt mit Feld Nummer 9. Okay. Naja, gut, ich glaube, zu 18 müssen wir ja auch springen. Also ihr seht es ja, was hier mit dem Unkraut Sache ist. Also eigentlich müssen wir hier fast alle Felder machen. Alle Felder müssten gespritzt werden. Interessant ist Feld Nummer 25. Da bin ich nämlich jetzt gerade, ich glaube dadurch, dass wir... Also das war ein wenig komische Geschichte, muss ich sagen. Da haben wir, oder da ist ja, sind die neuen Feldfrüchte angesät. Da haben wir Karotten draufgepackt. Und das habe ich ja zuvor mit dieser Dammfräse bearbeitet. Und da sollte eigentlich dann kein Unkraut wachsen. Dann sind ja ein paar Monate ins Land gegangen und dann war da jede Menge Unkraut drauf. Aber aus irgendeinem Grund scheint dann beim Ansehen jetzt das Unkraut wieder zerstört zu sein. Also wir werden das weiter beobachten müssen, aber nichtsdestoweniger können wir zu Feld 18, Feld 19 oder wir machen erstmal Feld 19, dann Feld 18, aber ich wollte noch schnell was anderes schauen. So, ist der denn voll? Nee, das hier ist, glaube ich, Dünger, ja, das ist Dünger. Ich wollte mal schnell hier zu unseren Grasfeldern fahren und da mal nach dem Zustand schauen.
Ob wir da mähen müssen, können, dürfen, wollen? So, wie sieht's aus? Es wäre erntereif, aber das ist die erste Wachstumsstufe. Da haben wir die zweite. So, dann schauen wir noch hier. Ja, das ist das gleiche in grün sozusagen. Gut. Gut, gut, gut. Also da können wir uns dann Gedanken machen, Mai, ob wir da dann noch mähen wollen. Ja, ich denke wohl eher nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der Tank reicht. Also ob das Material reicht im Tank. Ah, und die Schweinchen müssen wir auch ausmisten. Da ist auch jede Menge Mist drin. Okay. So, wunderbar, wunderschön. Das Teil steht hier auch im Weg. Das könnte man dann auch mal bei Gelegenheit wegpacken. So, also jetzt habe ich hier den Fiat. Da haben wir dann standardmäßig die Pflegebereifung drauf. Und die lassen wir dann auch drauf. Auf jeden Fall für dieses Jahr. Denn, wann wir dann wirklich dann umziehen, beziehungsweise oben den Hof bauen, da müssen wir mal schauen. Ach, das können wir dann auch gleich mal schauen, wann denn die Bäumchen soweit sind. Ich hoffe ja mit jedem Monat. Und ich weiß es ja immer noch nicht. Auf jeden Fall müssten sie über 30 Meter hoch sein. Aber wann sie oder bei wie vielen Metern sie wirklich ausgewachsen sind, weiß ich gar nicht. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Feld Nummer 19. Dann können wir nämlich da den Helfer losschicken. Und anschließend springen wir mal ganz, ganz hoch, kurz hoch zu unserem Forstfeld und schauen mal nach, wie weit da die Bäume sind. So, jetzt merke ich gerade, ich glaube, ich habe gar keinen Verkehr an. Dann könnten wir den nämlich auch erstmal wieder einschalten. So, da schweben unsere Rehchen wieder. Witzig. Hä? Okay, die waren doch gerade noch da. Sind sie jetzt da hinten? Merkwürdig. Okay. So, das müsste das Feld sein. Feld Nummer 19. Augenblick. Ja, ja, da sind wir doch richtig. Feld Nummer 19. Genau, genau, genau. Okay. So, dann klappen wir mal das Teil aus. Jetzt fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich mittlerweile Spot Spraying oder nicht? Ich weiß es immer noch nicht. Oh, ich glaube, wir gehen da in die Breite, gell? Ja, ja, wir haben kein Spot Spraying. Okay, das müssten wir eigentlich dann auch mal ummodeln oder uns gucken, dass wir hier ein Maschinchen finden. Aber ich sehe jetzt gerade, dass da auch... Ja, Augenblick mal. Ach, wir hätten das, glaube ich, gar nicht spritzen sollen, sondern wir hätten das mit dem Striegel bearbeiten sollen, oder? Unkraut striegeln, das heißt, das kann man gar nicht spritzen, oder? Ah, sowas aber auch wieder. So, Unkraut bekämpfen, entferne kleines Unkraut auf dem Feld mit einem Striegel. Haben wir wieder nicht zugeguckt oder nicht richtig gelesen, was da stand. Also das heißt, den Auftrag können wir eigentlich leider abbrechen. Das wird nichts, außer Spesen nichts gewesen, ne, meine Freunde? So, dann schauen wir mal, wie das hier mit dem anderen Feld hier aussieht. Mit unserem Feld. So, da steht doch das Gleiche, aber ich meine, wir können doch trotzdem hier, oder müssen wir warten? Hacke, okay. Na? Ah, doch, wir haben Spot Spraying. Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, also, wunderbar. Das funktioniert doch. Dann schicken wir mal kurz den Helfer. Jetzt muss ich aber wirklich reinschauen. Steht das denn auch bei der Spritze dabei? Stopp. Die Spritze, die uns natürlich gehört. Wo ist sie denn da? Mods. Ja, da steht jetzt nichts dabei, oder? Nee, da steht nichts dabei. Okay, okay, okay. Aber das sieht so aus, ne? Ja, ja, der Spot Spray funktioniert. Das sieht gut aus. 44, da geht auch Material raus. So, dann müsste sich das ja auch mit der Umweltbewertung langsam wieder bemerkbar machen. 9, okay. So.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Das passt soweit. So, stopp, mein Freund. Ich helfe dir ein bisschen außen rum, weil das ist hier auf dem Feld nicht so leicht. So. Halt, stopp. Oh. Das ist, wenn ein alter Mann aus Versehen aufs Gas drückt. Anstatt auf die Bremse. So, da rennt das Reh wieder. Man sieht es schwer, schwer, aber erarbeitet. So, was haben wir jetzt da für ein Problem gehabt? So. Müsste er doch gerade vorbeikommen, oder? Huch. Ja, uns fehlt da vorne das Zielkreuz. Ja, das Problem sind halt immer hier die Bäume. Hier kommt man gerade so ganz knapp vorbei. Und mit dem Baum wird es jetzt ja, doch gerade so. Und der nächste ist noch näher dran. Aber so müsste es doch jetzt passen. Hervorragend. Also ich finde das jetzt eine gute Idee eigentlich. Also ich muss mich an der Stelle loben. Ich fand das jetzt wirklich eine gute Idee mit dem Fiat. Das ist ein schönes Gespann. Das ideale Gerät hier für Dünge und für Herbizid. Also für die ganze, für die Spritzereien hier. Also finde ich das ein super Teilchen. Ja, das müsste genau passen. Sehr schön. Dann gehen wir mal jetzt nochmal kurz schauen, wie weit hier unsere Bäume sind. So. Na, ist das mehr? Ne, ist immer noch 25,5. Okay. Also die brauchen noch. Und ich bin der Meinung, die habe ich alle zur selben Zeit angepflanzt. Also müssten die eigentlich alle diese... 25,5. Okay. So, hier haben wir ja bereits angefangen, unser Feld zu... anzulegen. Unser zukünftiges Grasfeld... In der letzten Folge haben wir hier entsprechend schon mal angefangen zu pflügen und so wollen wir das dann eben über dieses gesamte Feld machen. Jetzt gehen wir nochmal ganz nach hinten, aber ich bin der Meinung, ich habe diese Bäume alle zur selben Zeit angepflanzt, weil wir hatten da mal zwischendurch irgendwas anderes und die haben wir auch schon gefällt. 25 Fichte. Ja, das müssten über 200 Bäume sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel in diesem... in dieser Box war für die Ansaat, aber ich denke, es waren 200. Ja, okay. Das wird ordentlich Geld bringen, sehr schön. Aber sind alle eben bei 25. Wir könnten natürlich jetzt auch schon anfangen, aber eigentlich ist das ja ein Job für den Winter. Sehr schön und dann machen wir hier eben entsprechend diese Fläche, werden wir dann zukünftig auch nutzen. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Schäfchen vorbei. Ob da auch alles im grünen Bereich ist, sollte aber. Naja, ich hatte ja hier eine Mistplatte hingesetzt, aber die hat ja gar nicht funktioniert. Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was hier mit diesem Stroh passiert, was wir da reinwerfen. Dass es einfach nur da ist und gut aussieht, ich weiß es nicht. Okay, dann mal wieder zurück zum Fiat. Sehr gut, sehr schön. Jo, und allzu viel gibt es ja dann, glaube ich, auch gar nicht im Mai mehr zu tun, denn unser Feld hier, alle anderen haben wir ja neu angesät, dieses Feld Nummer 11, das ist noch nicht so weit, oder? Nein, das ist noch nicht erntereif und dann haben wir eben unsere Grasfelder, die wir dann bearbeiten können und hier ist natürlich auch noch nichts. Nee, also dann wird hier gar nicht mehr so viel passieren, wir werden vielleicht nochmal unsere Tierchen füttern. Noch ein bisschen was einwerfen, damit sie auf jeden Fall unbeschadet in den nächsten Monat kommen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Was haben wir hier drauf gepackt? Nee, das war doch jetzt... Nee, das war Gerste, oder? Gerste, okay, alles klar.
So, da haben wir ja die Sonnenblumen, da haben wir den Mais einmal zum Häckseln. Da bin ich auch am Überlegen, Augenblick, da gibt es doch bestimmt auch so ein kleines Anbau-Häcksel-Gedönsen-Palaver. Mal schauen, ob ich das hier bei mir drin habe. Aber wo würde ich das finden? So einen kleinen Anbauhäcksler für den Traktor. Wo würde ich das finden? Wo kauft man sowas? Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Diverses? Ich war der Meinung, ich hätte sowas installiert. Nee. Förderband. Das dürfte es auch nicht sein. Tierhaltung, Forstmaschinen. Vielleicht in einem Paket. Da bei Zuckerrohr sowas halt. So ein Gerät hier zum Anbauen für den Traktor. Hackschnitzel. Nee. Holztiere. Nee, natürlich auch nicht. Tierfutter. Nee, da zeigt er mir auch nichts an. Silage. Da, sowas, oder? Nee, das ist jetzt... Was ist denn das für ein Gerät? Was ist denn das? Manuelles Rohr. Mit Erntemaschinen können Frucht angeerntet werden. Das ist ja nur Gras. Okay, aber sowas gibt es doch auch für zum Häckseln. Was nimmt der auf? Die Grasschwart, oder? Da muss man eine Grasschwart haben. Und die häckselt er dann, oder? Oder wie oder was? Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Oder ist es dann die Kombi? Muss da noch ein Schneidwerk drauf? Nee, der zeigt ja hier keine Mais oder ähnliches an, so wie das hier. Also gut, da werden wir noch schauen, wie wir das dann machen mit den Feldern. Auf jeden Fall in die Richtung soll es gehen, dass wir hier dann entsprechend... mit dem Maisfeld auf jeden Fall, mit dem großen Häckseln und mit dem kleinen, da werden wir Futtermais direkt ernten. Das ist so die Idee auf jeden Fall für die entsprechenden zwei Maisfelder. So, damit wären wir hier jetzt schon mal durch. Dann fahren wir hier mal zum nächsten Feld. Und dann wird es hier eine ganz, ganz große Unkrautbekämpfungsfolge. Auf der neuen Mini-Brunnen unserer wunderschönen Alpen-Map. Lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, Folge 73. Ja, das entwickelt sich wirklich zu einem schönen, großen Projekt. Was war das jetzt? Ach so, wieder mal hinten nicht hochgehoben, ne? Und dann wieder irgendwo hängen geblieben. Okay, das kennen wir schon. Das vergesse ich jedes Mal hier mit dem Teil, dass man das auch wieder hochheben muss. Okay. So, dann fahren wir mal kurz hoch zu unserem Sonnenblumenfeld. Sodele, rechts haben wir den Mais zum Häckseln, links haben wir unseren Futtermais und vor uns sind die Sonnenblumen. Ja, der Vorteil von dem Fiat ist ja, wir können da noch ein bisschen Gas geben. Also jetzt habe ich nur die 160 PS Maschine drin, aber ich glaube, da geht noch 180. Also ein bisschen geht noch was, wenn wir dann wirklich dann am Berg sind. So, da müssen wir auf jeden Fall, da sieht man es, wie es schon raussprießt. Hier könnten wir eigentlich auch mal einen kleinen Weg malen. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, wir müssten mal eine kleine Malfolge machen. Dann könnte man hier so verschiedene Sachen machen. Ich habe ja da unten an dem einen Feld ja auch so eine kleine Einfahrt gemacht. So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen, glaube ich, runter. Sonst sind wir zu... Und ausklappen. Ja, ich glaube, so weit ist es gar nicht.
Sehr schön. Wie viel haben wir denn? 882. Also da ist noch jede Menge drin. Spray sei Dank sozusagen. Da kommen wir auf jeden Fall ziemlich weit noch mit dem Material. Und hier ist es dann auch einfacher, in der Spur zu bleiben. Sehr schön. Okay, ich werde jetzt hier weitermachen und die Felder entsprechend bearbeiten. Ich hoffe, dass der hier nirgends hängen bleibt. Das soll es wieder mal gewesen sein von unserer schönen Neu-Mini-Brunnen, unserer Alpen-Map hier auf dem Kanal. Ihr seht, es geht wieder ordentlich vorwärts hier. Wir haben jede Menge Feldarbeit noch zu tun. Und in der nächsten Folge, denke ich, geht es dann wieder mal in die Graswirtschaft. Dann haben wir zwei Felder, die wir ernten bzw. mähen können. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei uns auf der Alpen-Map.